Hallo und willkommen zu meinem Basic 2 Video. Mein Name ist Nick und hier habe ich Beispiele zum Volumen des Prismas. Wir kommen zum ersten Beispiel. Ich habe euch hier ein Prisma vorbereitet, nämlich ein Prisma mit einem rechtwinkeligen Dreieck als Grundfläche. Was heißt das? Das heißt, dass davor, bevor wir extrudiert haben, hatten wir ein rechtwinkeliges Dreieck und das haben wir dann extrudiert. So, ich habe euch hier auch die Bemaßungen hingeschrieben und weil wir es hier mit einem Prisma zu tun haben, können wir die Volumensformel, die wir ganz am Anfang besprochen haben, V ist gleich G mal H anwenden. Das heißt, wir müssen zuerst wissen, was ist eigentlich die Grundfläche und wie können wir die berechnen. Wir haben bereits gesagt, die Grundfläche ist in diesem Fall ein rechtwinkeliges Dreieck. Also müssen wir uns überlegen, wie nochmal die Formel war. Nämlich die lautet für ein rechtwinkeliges Dreieck a mal b halbe. Achtung, ich habe euch hier ein großes A für die Fläche geschrieben, denn ich vermute, ihr seid es vielleicht aus der Schule gewöhnt, dass man das große A für Area verwendet, um die Fläche zu berechnen. Und hier habe ich aber ein großes G geschrieben, weil wir hier die Grundfläche brauchen. Nur, dass ihr wisst, das meint dasselbe. Area und die Grundfläche sind das gleiche. Das heißt, A mal B halbe liefert uns die Fläche, die diese blaue Grundfläche hier hat. Das heißt, um das Volumen zu berechnen, also V ist gleich G mal H, brauchen wir zuerst die Grundfläche, A mal B halbe, und das wird dann noch mit der Höhe multipliziert. Mit unseren Zahlen eingesetzt, bekommen wir also 10 mal 4 halbe mal 8. Und das natürlich ist dann 40 halbe mal 8 und dann bekommen wir 160 und können deswegen sagen, das Volumen des Prismas mit rechtwinkeligem Dreieck als Grundfläche beträgt 160 Kubikzentimeter. Easy! Und auf zur nächsten Aufgabe. Für das nächste Beispiel habe ich euch diesen Körper vorbereitet. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus, als was wir bereits gesehen haben. Das heißt, die erste Frage ist, ist das hier überhaupt ein Prisma? Und die Antwort ist ja, denn wir können diesen Körper einfach aufstellen und dann ganz normal extrudieren, wie wir es gewöhnt sind, indem wir einfach das Ding nach oben ziehen. Künftig also können wir sagen, um zu prüfen, ob es ein Prisma ist, können wir uns überlegen, kann ich den Körper so aufstellen, dass ich dann ganz gewohnt nach oben extrudieren kann? Oder aber wir lassen künftig zu, dass wir bei der Extrusion nicht zwingend nach oben ziehen müssen, sondern eben wie in diesem Fall nach hinten. Also auch das ist zulässig. Das heißt, ja, dieser Körper hier ist ein Prisma und um das Volumen zu berechnen, können wir mit der Formel V ist gleich G mal H arbeiten. Ich habe euch hier drei Maße notiert und wir erkennen, hier ist HA und hier ist H. Wo ist ja der Unterschied? Wir haben, oder ihr habt bereits in der Schule gelernt, dass es in Dreiecken Höhen gibt. Und zwar die Höhe auf die Seite A, die Höhe auf B, die Höhe auf C. Und hier haben wir also die Höhe HA gegeben. Denn warum ist das wichtig? Der Flächeninhalt eines allgemeinen Dreiecks lässt sich berechnen mit der Formel A mal HA halbe. Also eine Seite des Dreiecks mal der Höhe auf die Seite und das dann noch halbe. Das kennen wir alles, brauchen wir aber jetzt, um die Grundfläche, hier diese blaue Fläche, um die zu berechnen. Um also das Volumen zu berechnen, arbeiten wir mit der Formel A mal HA halbe und multiplizieren dann die mit der Höhe H. Mit Zahlen also bedeutet das 3 mal 4 halbe mal 7. Das ergibt 6 mal 7 und ist 42. Das heißt, unterm Strich, das Prisma mit einem Dreieck als Grundfläche hat ein Volumen von 42 Kubikzentimeter. Das war wieder eine Menge Information. Das Basic-Video ist hiermit abgeschlossen. Weiter geht's mit dem Mastery-Video, wo dann ihr an der Reihe seid. Bis gleich!